Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute mal wieder mit einem News-Video mit einigen sehr, sehr, sehr interessanten Neuigkeiten, die mich teilweise überrascht haben und auch sehr gefreut haben. Zuallererst die Implementierung der Liste mit verbotenen limitierten Karten und Rebalancing der Fähigkeiten ist live, was so viel bedeutet wie, dass wir jetzt erstmal endlich wieder ein bisschen Ruhe haben und vor allen Dingen die Meta sich so ein klein wenig einpendeln wird und einige Decks die Meta verlassen werden und einige andere Meta-Decks ihre Position festigen werden, was schon mal ziemlich interessant ist und für ein bisschen Abwechslung garantiert wird. Dann haben wir eine Ankündigung für eine neue Hauptbox, ja, Zillion Thunder, in der wir einige ziemlich geile Karten drin haben, aber dazu dann gleich mehr, wenn wir ins Detail der Box reingehen. Ankündigung, Spezialset, das UR-Bundle Verlockung der Finsternis ist da, also Verlockung der Finsternis, eine Karte, die sehr guten Draw für Darkness-Decks gibt, findet ihren Weg in Duel Links in Form eines Bundles und das als One-Off, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Ich bin ja sehr großer Fan, wenn solche mächtigen Power-Karten auch den Weg in Duel Links finden, direkt limitiert werden und vor allen Dingen auch eigentlich fix für jeden erhältlich sind. Ja, man kann sie ja per Gems holen, man kann sie ja, weiß nicht, ich glaube 5,99, 6,99, was auch immer, in einem Bundle holen. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Verlockung der Finsternis findet ihren Weg in die Meta. Wir haben eine Ankündigung zu der Liste mit verbotenen Karten. Erscheinungsdatum 29. Heute ist der 28. Heißt, die Liste ist noch nicht da, aber sie wird dann halt morgen da sein. Und morgen müsste auch gleichzeitig das Bundle da sein und morgen müsste auch gleichzeitig Zillion Thunder live sein. Ja, also die Box kommt morgen für euch heute. Für mich halt morgen, ne? Beziehungsweise ist es schon nach Mitternacht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte jetzt erstmal heute noch so ein kleines News-Video bringen zu den Sachen, die jetzt für euch an dem heutigen Tag kommen werden. Dann haben wir eine Änderung zu bestimmten Kartentexten. Geist der Pharao ist betroffen, Geist des Pharao, keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form relevant für uns ist. Und wir haben natürlich ein neues Event gerade live und zwar Grandpa Arrives Salomon Mutu. Ja, Mutu, genau. Wie der Fußballer, der Kokain-Fußballer. Egal. Es geht eher in dieser Situation um Salomon Mutu. Den kann man freischalten ab dem 30., also am Wochenende oder pünktlich zum Wochenende, genauer gesagt am Freitag, was ziemlich nice ist. Es ist ein, ich glaube, Yu-Gi-Oh! Dual Monster, also Dual World. Dual World heißt es Dual World? DM heißt es einfach nur, ne? DM-Charakter, das heißt, man kann ihn bis Level 45 trainieren und damals hatten die Charaktere noch keine Gem-Nerfs, was so viel bedeutet, wie man kann hier aus diesem Charakter Salomon Mutu eine Menge Free Gems rausholen, was schon mal ganz cool ist. Er hat auch ziemlich nette Signature-Karten, ich glaube den Blue Eyes White Dragon, den aber wahrscheinlich keiner von euch benötigen wird, aber ich fand tatsächlich diese Hüllen ganz nett. Ja, die gibt es auch bei dem Event, genauso wie diese Playmat, die auch ganz cool ist. Es gibt hier nochmal zwei neue Karten. Sonnenaufgang über Aeas Rock und Nebenwirkungen. Zwei Karten, die jetzt nicht wirklich relevant sind. Aber hey, neuer Charakter heißt neue Gems und der ist dann halt verfügbar. So, worauf ihr jetzt aber alle Bock habt, und da bin ich mir absolut sicher, ist natürlich jetzt erstmal, oder sind die Leaks zu den ganzen Duel Monsters-Karten. Warte mal, ist das so richtig? Können wir das so machen? Moment. Warum ist die Auflösung so ass? Beziehungsweise so kacke. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kleinen Moment. Wupp. Ach, Moment. Ich weiß, warum die Auflösung so kacke ist. Ich habe das falsche Fenster gecaptured. Wir müssen natürlich Chrome capturen. Ich depp. So. Jetzt passt's. Also. Wir sind jetzt hier live, was ziemlich, ziemlich cool ist, in Duel Links Meta, eine Seite, die ich ja ganz gut empfehlen kann. Es gibt zuallererst, gucken wir uns einmal, oder werfen wir mal einen Blick in die Box, Zillion Thunder. Und ihr seht schon, da gibt es einige richtig, richtig coole Karten. Armed Dragon findet seinen Weg in Duel Links, was cool ist. Ich mag Armed Dragon, wisst ihr alle. Ich mag Levelkarten allgemein und Armed Dragon hat, ich glaube, vor einem Jahr oder so Support bekommen im TCG und das findet jetzt seinen Weg in Duel Links. Ja, Armed Dragon Level 3. This card becomes Armed Dragon Level 3 while on the field or in the graveyard. You can only use each of the following effects once per turn. You can send one monster from your hand to the graveyard, send this card from the field to the graveyard, and if you use Special Summon one Level 5 or lower Armed Dragon Monster from your hand or your deck. Das heißt,
Für eine Handkarte kann der selber floaten, beziehungsweise sich entwickeln in einen Stufe 5er. Oder if this card is sent to the graveyard to activate the Dragon Monster's effect, you can draw a card. Ist also unser Starter in dem Deck, von daher essentiell wichtig, leider ein UR, aber es gibt die Karte. Genauso wie natürlich dann die Endform der Stufe 10er, der ziemlich insane ausschaut, mit einem sehr uniken Effekt. If this card was special summoned by the effect of an armed dragon monster, it gains effect based on its own attack. So. Gains attack based on its own attack. Okay, das heißt also, wenn er über ein Attack hat, was der in der Regel haben sollte, wird er zum Armed Dragon Level 10. Bei 10 kann der Besitz dieser Karte nicht gewechselt werden. Bei 100 kann diese Karte nicht durch Kampf zerstört werden. Und bei 1000 können wir einmal pro Spielzug im Spielzug des Gegners als Schnelleffekt eine Karte von unserer Hand auf den Friedhof legen und dann eine Karte auf dem Spielfeld wählen, diese zerstören. Und wenn wir das machen, kriegt diese Karte 1000 Attack. Okay, netter Effekt. Und bei 10.000 kriegen wir sogar die Fähigkeit, alle Karten auf dem Feld zu zerstören. Ich glaube, 10.000 werden wir sehr, sehr, sehr selten erreichen, aber der 1000er-Effekt ist ziemlich cool. Das heißt also, Interruption in der gegnerischen Runde immer ziemlich nice. So, dann haben wir Crackdown, Maßregelung, auch jetzt mal für Free-to-Play-Spieler und vor allen Dingen auch für Nicht-Selection-Box-Casher. Möglich, diese Karte zu bekommen, was ganz cool ist. Wir haben Destiny Hero Dystopia. Was macht denn diese Karte? Es ist ein Schicksalsheld, der zwei Schicksalsheld Monster voraussetzt als Fusion. Und wenn diese Karte speziell beschworen wird, kannst du ein Level 4 oder niedriger Schicksalsheld Monster in deinem Friedhof wählen. Füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der Attack dieses Monsters zu. Und wenn diese Karte aktuell weniger Attack hat als ihre Original-Attack, hast du den Quick-Effekt, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen und diese zerstören und diese Karte bekommt dann Attack von der zerstörten Karte. Aha. Ist ja jetzt nur die Frage, wie man halt die Attack von dem Dystopia ändern möchte, aber okay, netter Nebeneffekt. So, und jetzt kommen wir zu dem Support, der mich tierisch gefreut hat. Als ich das gesehen habe, beziehungsweise mir Leute geschrieben haben, dass wir jetzt Support bekommen für Friggin' Monarchs, Leute, ich habe mich so gefreut und das ist einer der Gründe, warum ich auf jeden Fall ziemlich hart in diese Box reingehen werde. Monarchs, ja, Monarchen. Und das ist nicht der einzige Support, den sie bekommen. Aether ist das Gegenteil von Erebus, nur noch mal ein besser, weil er sich zum Beispiel in der gegnerischen Runde aktivieren kann, beziehungsweise seinen Effekt aktivieren kann. Und er ziemlich, ziemlich gut ist, weil der theoretisch ein Monarch-Monster aus dem Deck, beziehungsweise von unserer Hand, mit 2400 oder mehr Attack und 1000 Defense von unserem Deck beschwören kann, wie gesagt. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und das als Quick-Effekt, was ebenfalls ziemlich nice ist. So, also Aether, Top-Karte, die dann wahrscheinlich in jedem Monarch-Deck gespielt wird. Und wir kriegen sogar Edea, Leute. Und Edea ist eine der Karten, die ich mir immer gewünscht habe, weil Edea diesem Deck nochmal ein bisschen mehr Consistency verleiht. Ja, Edea kann, wenn sie normal oder spezial beschworen wird, ein anderes Monster mit 800 Attack und 1000 Defense, also einer der kleinen Monarchen, von unseren Deck-Specialen. Und wenn Edea das Spielfeld verlässt, können wir eine unserer verbannten Monarch-, Zauber- oder Fallenkarten auf unsere Hand nehmen. Pass auf, Leute. Wir haben zwar noch kein Pantheismus in Duel Links, wobei, vielleicht haben wir Pantheismus doch in Duel Links. Dazu dann aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber Monarch-Support, insane. Teures Deck, aber es kriegt Support. Und das habe ich mir ja tatsächlich gewünscht. Dann hätte man sich das ja eigentlich denken können. Jetzt sieht man das gar nicht so gut. Ich muss mal einmal hier ein bisschen runterscrollen. Vorbereitung für Rituale. Ja, wir haben uns ja schon gedacht, dass wenn der Ritual-Skill mit Ritualkäfig genervt wird, ja, dass das einen Grund hat. Einige Leute haben schon vermutet, dass diese Karte auf 1 released wird in einem Bundle. Nein, sie kommt tatsächlich so ins Spiel. Und zwar als Ultra-Rare in der nächsten Mainbox. Wir können nämlich ein Level 7 oder geringeres Ritualmonster von unserem Deck auf unsere Hand hinzufügen. Und zusätzlich dazu auch nochmal die Ritual-Zauberkarte. Das heißt, wir machen plus 1. Und diese Karte ist nicht once per turn. Insane. Necros, meine Damen und Herren, wird ein Deck sein, welches wir uns auf jeden Fall angucken werden. Weil wir haben es vermutet, dass es Necro-Support geben wird. Clausulas ebenfalls in der neuen Mainbox drin ist. Also Clausulas, Necros mit Vorbereitung der Rituale. Ich freue mich drauf. Das ist eine Powerbox bisher, wenn man sich das alles mal so durchliest. Ja, Clausulas, Leute,
hat den Quick-Effekt, dass wir ein Monster auf dem Spielfeld wählen können, das speziell beschworen worden ist aus dem Extra-Deck und dieses dann, beziehungsweise seinen Effekt negieren können und seinen Angriff auf 0 setzen, wenn wir Clausulas an sich beschwören. Aber Clausulas hat natürlich auch nochmal eine wundervolle Fähigkeit. Wir können nämlich Clausulas abschmeißen, um unserer Hand eine Necros-Zauber- oder Fallenkarte von unserem Deck hinzuzufügen. Consistency. Das Coole ist, Clausulas selber ist suchbar über, ich glaube, Trishula oder war es Bryonek? Ich glaube Bryonek. Über Bryonek ist Trishula suchbar, Clausulas suchbar. Dann kannst du Clausulas wegschmeißen, um dann halt deine Ritual-Necros-Zauberkarte zu suchen. Und dann kannst du deine Karten auch nochmal beschwören. Also das gibt Necros auch nochmal etwas, was mir manchmal gefehlt hat, und zwar Consistency. Vor allen Dingen, wenn man auch noch bedenkt, wir haben diese Karte in dem Format. Ritual-Decks werden insane, das sage ich euch. Also wir werden hier einige Decks haben, die wir uns definitiv anschauen müssen, gegebenermaßen. Und das war es immer noch nicht, Leute. Es gibt immer noch Archetypes, die jetzt Support bekommen. Orsatik, ja. Ich weiß gar nicht, wie dieser Archetype auf Deutsch heißt. Ja, ich habe einmal dagegen in Master Duel gespielt. Ist, glaube ich, ein Synchro-Deck. Und ein Synchro-Deck, was gar nicht mal so schlecht war, muss ich gestehen, in Duel Links. Aber welches jetzt seinen Weg als auch in Duel Links findet. Und ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was dieses Deck konnte. Es war auf jeden Fall spammy. Und Departure ist auf jeden Fall dabei. Discard one card, add two Orsatik Monsters from your deck to your hand. And if you tribute a monster to activate an Orsatik Monsters effect, except the turn this was sent to the graveyard. Okay, also das ist eine wichtige Karte, weil sie macht plus 1. Beziehungsweise sie macht nicht plus 1, aber sie sucht Orsatik-Karten, was gut ist. Und gibt uns Grave Protection. Und World Chalice Guard Dragon Almaduke ist ebenfalls hier unsere letzte UR, die wir jetzt hier in dieser Box drin haben. World Chalice Support, also Weltkelch Support, braucht 3 Link-Monster und muss dann Fusion beschwören werden. Wir brauchen aber nicht Polymerisation, wir müssen nur diese Link-Monster kontrollieren. Und diese Karte kann alle Monster des Gegners einmal angreifen. Und wenn diese Karte einen Angriff deklariert auf ein gegnerisches Link-Monster, können wir ein Link-Monster mit demselben Link-Rating wie diese Karte von unserem Feld oder von dem Friedhof und das Monster dann zerstören? If you do the effect, okay. Boah, liest sich jetzt nicht so krass. Vor allen Dingen, ich finde die Summoning Condition relativ schwer. 3 Link-Monster, ich meine, World Chalice macht das schon relativ entspannt, aber trotzdem gar nicht mal so einfach, glaube ich. Wobei, vielleicht ist es einfacher am Ende des Tages, als ich es mir vorstelle. So, dann haben wir hier Armed Dragon Level 10 White. Keine Ahnung, was die kann, aber Armed Dragon Support. Cyburst ist hier auch nochmal am Start, also ein bisschen Cyburst Support. Dark Armed Dragon ist jetzt keine Selection Box Only Karte mehr und das bedeutet für mich letzten Endes, wir können uns tatsächlich mal Ojamas angucken. Ja, es gab einige coole Ojama-Listen, aber sie haben halt immer Dark Armed Dragon vorausgesetzt. Ha! Jetzt können wir uns demnächst vielleicht mal Ojamas anschauen mit Dark Armed Dragon. Wir haben Kaiden Kendo Spirit, eine Pendelkarte. Aha, keine Ahnung, was die kann. If this monster is Pendulum Summon, return this card from the Pendulum Zone to the hand. Aha, oder when this card is normal summon, you can choose one card in your Pendulum Zone, send it to opponent control to the same column. Okay, sehen wir nach einer Generic-Karte aus. Nichts Bestimmtes. Lightning Chidori bekommt einen Reprint. Ebenfalls eine sehr gute Karte für HP-Index beispielsweise, die aber Selection Box Only war, jetzt aber nicht mehr. Wir kriegen Kuras, der sehr, sehr, sehr gut mit Aether harmoniert. Ja. Kuras kann, wenn er normal oder spezial beschworen wird, bis zu 2 Karten auf dem Spielfeld targeten und diese zerstören und die Besitzer der zerstörten Karten ziehen dann eine Karte. Das Coole ist, normalerweise triggern ja Monarchen nur, wenn sie normal beschworen. Kuras ist eine der Ausnahmen in dem Fall. Von den normalen 2400er Monarchen, was ganz geil ist. Wir können halt mit Aether Kuras Spezialbeschwörung aus dem Deck. Wir können eine gegnerische Karte poppen und, passt auf, wir können Kuras poppen. Das heißt, wir ziehen dann dadurch auch nochmal eine extra Karte, weil der Kuras ja uns gehört hat. Und wir können eine gegnerische Karte zerstören. Ziemlich cool. Ich finde es nice, dass wir jetzt Kuras auch nochmal bekommen. Clausulas habe ich ja gerade genug dazu gesagt. Riliona, The Wondrous Magistus Witch Wardrobe. Okay, Magistus Support. Kann ich eh nicht spielen, von daher Skip. Aber Magistus Support. Ursatrix Sepentrion. Scheint mir das Bossmonster zu sein in Duel Links jetzt. Extra Hero Wonder Drive. Hero Support. Link 2. Ist Link 2, ne? Ja, Link 2. 2 Hero Monster. If a Hero Monster is now on a special summon to your zone, discard points to target one polymerization spell in one fusion spell card or one change quick spell play card in your extra zone. Set that card. You can only activate this effect. If the card is destroyed by battle and sent to the graveyard, okay, cool. Ich glaube, extra Wonder ist ziemlich nice. Ich meine, du kannst ja theoretisch
extra Wanda linken mit zwei Heldenmonstern. Dann kannst du Wunderfusion spielen. Du kannst in die Zone, in der diese Karte zeigt, das Heldenmonster beschwören. Und dann kriegst du halt die Wunderfusion direkt wieder aufs Feld. Ja, liest sich eigentlich ganz nice. Sonst nochmal Ursa-Tick-Support. Und Counter, aha, interessant. So, haben wir was bei den Rares? Rare-Karten sind ja auch manchmal nicht zu unterschätzen. Achten wir mal auf New. Was macht denn Armed Dragon Level 5? Discard names becomes dark Armed Dragon Level 5. You can send one monster from your hand to the graveyard, send discard from the field to the graveyard. Okay, auch der hat einen ähnlichen Effekt wie der Dreier, um sich selber zu updaten. Und discard is sent to the graveyard to activate the Dragon Monster's effect. You can add one level 5 or higher Wind Dragon Monster from your deck to your hand. Okay. Potenziell auch gut in Wind Dragon Decks. So, was macht der 7er? Hat einen ähnlichen Effekt. Okay. Das heißt, eigentlich beruht doch dieses ganze Deck mit dem bewaffneten Drachen nur darauf, dass wir so schnell es geht auf bewaffneter Drache Level 10 kommen. Den 9, ne? Ich weiß nicht, wie schnell das in der Praxis geht. Da müsste man, glaube ich, mal schauen. Anyways. Crusadia Regulux. Okay. Crusadia Support, ziemlich nice. Regulux kenne ich. Crystal Girl ist neu. Wir haben Deep Sea Area. Oh. Banish one water monster from your graveyard and one level 4 or lower sea serpent monster from your deck to your hand. What? Das ist eine Karte, die uns Deep Sea Diva sucht. Oh, Deep Sea Repetiteur. Deep Sea Diva plus ein. Was? Hallo? Water Exceed Support? Was ist hier los? Once per turn, you can discard one level 4 Water Monster. Discard gains 800 attack. If this Synchro Summoned Monster card is sent to the graveyard, you can target one level 5 for Water Monster in your graveyard, except each special and defense win. Okay, eine Karte, die floatet. Die potenziell gerufen werden kann über Deep Sea Diva. Okay. So, Escher, der Frostwasser ist nicht neu. Level Up ist nicht neu. Was haben wir hier? Mystical Fairy Elfuria. Neither player can exceed someone with. Okay. Sieht nach einer Tech-Karte aus. Return of the Monarchs gibt's. Sehr, 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 sehr cool. Genauso wie Salamin Great Emerald Eagle. Yo, Salamin Great Ritualkarte? Was? Die haben eine Ritualkarte? What? Okay. Dazu noch Tenacity of the Monarchs, auch nochmal eine Consistency-Karte. Monarchs hat ja eigentlich jetzt wirklich alles bekommen, was ihnen noch gefehlt hat. Und Tenacity ist eine Rare. Cool. Das ist nämlich der Searcher schlechthin. Außer Domain. Domain fehlt, aber Domain wäre auch ziemlich toxisch. Talkback Lancer. You can tribute one other Cybers Monster and then target one Code Talker. Okay, Cyber Support. Kommen hier die ganzen Ursa-Trick-Karten. Ursa-Trick. Okay, da haben wir aber jetzt eine Menge bekommen. Yokozuna Summon. Jetzt bei den Normals haben wir da irgendwas bekommen. Armed Dragon Thunderbolt, Armed Dragon Blitz, Target One Armed Dragon Monster you control. Take one monster with the same name from your deck or graveyard and either add it to your hand or special summon it. Ignore your summon condition. Aha. Armed Dragon. Ganz wow, wie Armed Dragon Support gibt es denn da in Form von Zaubern und Fallenkarten? Special Summon 1 Level 3 Armed Dragon Monster from your deck in Defense Position. Als Quick Play Karte. Strong. Armor Dragon Ritual. Knight of Armor Dragon. Welcher ist das? Knight of Armor Dragon. Was? Die haben auch eine Ritualkarte? Sag mal, wie viel Support hat denn dieser Archetype? Und Armed Dragon Lightning. Also Armed Dragon wird hier wohl anscheinend ziemlich krass gepusht. Interesting, da freuen wir uns doch schon ziemlich drauf. Deep Sea Diva, Destiny Hero Dunker ist neu, Deep Sea Sentry, also viel Deep Sea Support, Guard Dragon Support, noch mehr Guard Dragon Support, alles klar. Alles klar, eine Menge Guard Dragon Support. The First Sacrophagus, das haben sie angepasst. Okay, dann müssen wir uns gleich mal angucken, was da steht. The Second Sacrophagus, das könnte etwas sein für den Meme-Sonntag. Spirit of the Pharaoh und Rise of the Salamin Great. Das ist die Ritualzauberkarte. Mayoji Shoulon, Kuro Obi Karate Spirit. Leute, die Box ist irgendwie ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Also da sind eine Menge Archetypes drin, auf die ich mich sehr freue. Ursa-Tronic hat, glaube ich, eine Menge Karten bekommen. Und sonst Armed Dragon. Was macht der? Der Armed Dragon. When this card destroys an opponent monster by battle, you can special summon one level 5 or lower wind monster from your hand or deck except on. Okay, der kann theoretisch den Dreier raussuchen, wenn der Monster zerstört. Joa. Was macht Transonic Bird?
Keine Ahnung. Was macht denn der die Ritualkarte? You can shuffle that once. At the start of ritual turn, at the start of the damage step, if this card battles a monster that was special summoned from the extra deck, you can shuffle that monster into the deck. You can tribute this card special summon one level 5 or higher Wind Dragon Monster from your hand or deck. Okay. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass man die spielt wegen Consistency-Gründen, wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Und was ich mir auch mal durchlesen wollte, ist die Karte. Was macht denn Armed Dragon Level 10 White? Must be special summoned by its own effect. You can banish one Armed Dragon Monster from your field or graveyard, whose total level equals 10. Special summon this card from your hand, then you can add one White Whale from your deck to your hand. White Whale. Nur die Karte? White Whale, you take no... Effect Damage at the start of damage step, this card takes you and destroy. Okay, sieht jetzt irgendwie nicht so nice aus. Ich glaube, das ist eine Anime-Karte, die Chess doch mal in Season 2 benutzt hat, ne? Von GX. Als er noch in dieser White Whale. Hier haben wir sie. Interesting. Ja, ich glaube, Chess hat die benutzt, als er noch in dieser Vereinigung des Lichts oder so war, wenn ich mich erinnere. So, also wir haben eine Menge cooler Karten, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu, die ich mir gerne auch nochmal mit euch angucken würde. Und zwar neue Skills, ja. New Lifetime Missions sind verfügbar. Also erstmal kriegen wir mit Soulburner einen neuen Skill, A Burning Roar, ein Salamon Great Skill, add one Salamon Great Heat Leo and one Salamon Great Sunlight Wolf to your extra deck at the beginning of the duel. Also wir kriegen zwei extra Deckkarten, die wir theoretisch nicht spielen müssten, wenn wir sie nur einmal spielen wollen. Und... The following effect can be used once per turn until the end of this turn. All monsters on your field gain 100 attack for each monster on the field. This skill can only be used, applied, if the extra deck contains 10 or more Cinnamon Great Ones. Okay. Also, the tie that binds mit Upside. Interesting. Okay. Dann... Oh, Silvio Savatari. Der hat im Anime, glaube ich, für eine Folge Monarchs benutzt. Aber hey, er kriegt einen Skill, beziehungsweise Monarchs kriegen einen Skill. Und darauf wollte ich eben hinaus. At the beginning of the duel, at 3, Pantheismus of the Monarchs to your deck. Und das ist eine Draw-Karte für Monarchs. Eine Draw-Karte, eine Zauberkarte, die man abschmeißt mit einer weiteren Monarch-Zauber- oder Fallenkarte, um zwei Karten zu ziehen, was an sich schon mal super, super krass ist. Aber es wird noch besser. Man kann diese Karte dann am Ende des Tages vom Friedhof verbannen, um drei Karten, Monarch, Zauber oder Fallenkarten, aus dem Deck auszuwählen. Der Gegner wählt eine von denen aus und dann nimmt man diese Karte, die der Gegner ausgewählt hat, auf die Hand. Die anderen Karten kommen ins Deck zurück. Insane. Also Pantheismus ist absolut krass und dass man die Karte dann dreimal zu Beginn des Duells ins Deck mischt, mega gut. Und the following effect can be used once per duel on turn 4 or onward. Return one monster with 800... 1000 defense and one monarch spell from your hand to your deck and then add one random monster with 2400 or more from your deck to your hand. Also der Skill lässt uns eine Monarch-Karte raussuchen, ab Turn 4 erst. Aber viel wichtiger finde ich, dass man Pantheismus ins Deck bekommt und wenn man bedenkt, dass man auch noch Tenacity hat, also die Hartnäckigkeit der Monarchen, kann man halt den Draw raussuchen. Ziemlich, ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. So, und... Esther kriegt einen neuen Skill. Noch einen Destiny Hero Skill? What? Destiny Effect. You can use the following effect once per turn during a duel in which you have normal summoned a Destiny Hero Monster. Also wir müssen einen Destiny Hero Monster beschworen haben, ein Schicksalsheld Monster. Und nachdem dieser Skill benutzt wird, können wir keine normale oder Spezialbeschwörung mehr in unserer Main Phase vollziehen, außer für Schicksalsheld Monster. Dann können wir eine Polymerisation von außerhalb unseres Decks auf unsere Spielfeldseite setzen und dann senden wir ein Destiny Hero Malicious von außerhalb unseres Decks auf unseren Friedhof. Okay, Malicious in den Friedhof heißt so viel wie Malicious. Malicious ist doch der Sechser, der sich banisht und einen weiteren Malicious aus dem Deck holt, oder? Okay, ziemlich gut. Ein weiterer Body und ein Fusionsbody. Alle Monster auf deiner Spielfeldseite mit Stufe 8 oder höher bekommen 200 Attack. Und from the third turn or onward, you can return one banished Destiny Hero Monster to your deck, then add one Destiny Hero Plasma from your deck or graveyard to your hand, and then return one card. What? Noch mehr Destiny Hero Support, der auch ziemlich krass ist. Suchbarer Plasma ist mega gut, Leute. Zwar erst ab Turn 3 onward, aber das reicht. Wir kriegen ja unser Board mit Destiny Heroes ganz gut geflottet, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man einen Malicious schon mal im Friedhof hat.
für ein Free Plus 1. Das ist mega. Und jetzt kommt das, worauf ich mich sehr freue. Armed Crossover. Armed Dragon. Jetzt bin ich gespannt. Ein Anime-Skill? Fragezeichen. Send one monster from your hand to the graveyard, then add one level monster from your deck to your hand. And four different Armed Dragon monsters. And one white whale to your deck from outside of your... Okay. Also man kann sich ein Levelmonster aus dem Deck suchen. Okay, das ist schon mal ganz nice. Und man bekommt vier verschiedene Armed Dragon Monster und einen White Whale von outside of your deck in unser Deck. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir zwei Monster von unserer Hand oder von unserem Deck auf den Friedhof schicken, deren kombinierte Anzahl an Sternen 10 beträgt. Und dann können wir drei von denen von unserem Friedhof auswählen. Solange die ausgewählten Monster in unserem Friedhof sind, werden sie als Dark Monster gezählt. You cannot be used for fusion material. This skill can only be used once per duel and... What? Das ist ein perfekter Skill, um Dark Armed Dragon vorzubereiten, oder? Ja. Das ist der perfekte Skill, um nochmal Dark Armed Dragon vorzubereiten. Und wir kriegen halt einen Level Search. Toll. Skills sind schon ziemlich krass. Vor allen Dingen, wie gesagt, Pantheismus. Den finde ich nice. Der Destiny Hero Skill ist cool. Der Armed Crossover Skill ist okay. Und der Burning Roar Skill ist auch okay. Okay, Leute. Ich freue mich schon tierisch. Ja, ich freue mich schon tierisch auf den Tag morgen. Dann mache ich erstmal das Opening. Und dann freue ich mich auf alle anderen Tage diese Woche. Einfach nur wegen den ganzen coolen Duel Links Videos, die uns erwarten. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zugucken, Leute. Morgen Opening, denkt dran, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir eure Meinung zu dem neuen Set in die Kommentare. Das ist, glaube ich, eines der coolsten Hauptboxen, die wir bekommen haben. Aber das ist natürlich auch eine Hauptbox, die sehr entscheidend ist, weil ich glaube, das ist die letzte Hauptbox von den Worlds. Deswegen muss da natürlich irgendwas drin sein, was ziemlich krass ist. Und ich believe, dass Konami hier einen guten Job gemacht hat. Und vielleicht sehen wir Monarchs auf den Worlds. Würde mich freuen. In dem Sinne, haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Man sieht sich. Euer Rigi. Tüdelü.